Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte euch kurz mal zwei getrocknete Bilder zeigen, die ich, und das eine hängt hier. Also das ist ja richtig cool geworden, finde ich, durch den Alkohol, wie die Zellen dann verlaufen sind. Also, richtig cool. Dann noch dieses mit diesem sogenannten Nietzsche's Vibe ist ein bisschen noch verlaufen, aber ich finde, hat trotzdem noch was. Das passt. Okay. Heute möchte ich mal ein ganz normales Bild machen. Das heißt, ich habe es zwar wieder mit Alkohol angemischt, die Farben habe ich mit Alkohol angemischt, in Weiß habe ich normales Wasser rein. Also destilliertes Wasser und mache dann ohne Silikon ein Bild mit meinem Schnabelbecher. Manche sagen immer Messbecher, ich nenne es Schnabelbecher, weil es einen Schnabel hat. Und zwar diesen hier. Ja, lange Rede, lasst uns starten. Dann bis gleich. So Freunde, lass uns starten. Ich habe hier meinen Schnabelbecher. Manche sagen auch Messbecher dazu. Ich nenne Schnabelbecher, weil es einen Schnabel hat. Ich habe Sierra gebrannt. Dieses Braun. Könnt ihr gut sehen. Türkisblau dieses Mal. Also kein Türkisgrün, sondern Türkisblau. Violett. Und einen großen Becher mit Weiß. Gut. Wie gesagt, alles wieder mit Alkohol angemischt, außer Weiß. Weiß habe ich nur mit Wasser gemischt und den Rest mit Alkohol, ja, also mit Wodka. Werde jetzt schichtweise auffüllen und dann ziehen wir ein paar Bahnen. Ich wollte es auch dieses Mal nochmal machen, weil viele, die das noch nicht kennen, habe ich früher schon öfters gemacht. Es sind ja viele neue Abonnenten dazugekommen. Herzlich willkommen allerseits in diesem Sinne. Und darum mache ich das nochmal. Okay, ich schichte das praktisch auf. Fange mit Weiß an. Die Farben sind eigentlich alle opak, außer das Sienna gebrannt ist transparent. Dann haben wir es eigentlich auch fast schon voll. Hab kein Silikon drin. Jetzt seht ihr es eigentlich hier. Und da mache ich jetzt noch mal eine weiße Schicht drüber. Gut. So, und schon ist der Becher leer. Machen wir das gleiche Spiel nochmal. Vielleicht ein bisschen Weiß immer dazwischen rein. Weil ich merke gerade, viel von diesem Braun habe ich hier.
damit es einfach ein bisschen heller wird. Ja. Komm, ich drehe es um nochmal. Ich habe deswegen etwas mehr Weiß angerührt, zum nachher für das Bild zum Füllen. So. Ja, jetzt habe ich auf dieser Seite wieder braun. Finde ich nicht so gut. Machen wir es anders. Das läuft zusammen. Machen wir es hier ein bisschen heller. So, und ich denke mal, ich verwende den Rest auch noch. Diesmal fange ich mit Violett an. Dieses Sienna gebrannt. Ihr seht vielleicht hier schon, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich fahre es mal ran, dass es schöne kleine Zellen gibt. Wie gesagt, kein Silikon drin. Drehe es nochmal um. Und dann sind nämlich die Farben auch leer. Ups. Also immer schön schichtweise, nicht von oben. Oben drauf. Okay. Das ist egal. So, das möchte ich nicht ganz kaputt machen. Schaut einfach, dass er immer zusammen bleibt. Also nicht jetzt so wie ich es mache, dass ihr hier Löcher lasst, weil das überläuft es dann nachher. So, Farben soweit leer. Weil dann läuft es nachher besser zusammen. Vor allem mal die Kanten, dass wir die ein bisschen weiß machen. Ich würde es eben ein bisschen mehr laufen lassen, weil einfach, ich habe es beim letzten Bild gemerkt,
Keilrahmen sind nicht ganz so gut gespannt. Und wenn zu viel Farbe drauf ist, läuft das halt alles wieder ein bisschen in die Mitte oder weg. Deswegen. Okay, aber jetzt fangen wir mal an. Ihr seht, ich ziehe es jetzt erstmal wieder rein und dann lasse ich es wieder rauslaufen. Weil ihr kennt ja das Spiel, die Farbe überrollt sich ja ein bisschen. Langsam. Lasse es jetzt wieder ein bisschen rein, damit sie es auseinanderzieht. Ja, komm, die Kante zu. Hier haben wir ja viel Braun noch. Das kommt aber jetzt. Ihr seht, wie sie es hier zusammenschiebt. Und das Violett möchte ich auch gern behalten. Ja. Ja. Sie ist jetzt hier alles zusammengezogen. Okay.
So. Müssen wir mal schauen, hier ist viel braun, aber das passt eigentlich. Diese schmalen Striche sehen ja auch ganz gut aus, wenn es durchs ganze Bild geht. Ups, schon eingetropft. Dann gefällt es mir nicht ganz so. Darum lasse ich das vielleicht hier noch ein bisschen. Ich habe jetzt noch ein bisschen viel Farbe drauf. Na, das kommt doch cool jetzt. So. Okay, ein paar Luftblasen haben wir drin. Die werde ich jetzt noch rausmachen. Da werden sich wahrscheinlich auch noch ein paar Zellen bilden. Ein paar kleine. Schauen wir kurz mit dem Heißluftfön drüber. Wie so kleine Pünktchen hier. Das finde ich cool jetzt hier. Und da müssen wir nachher noch schauen, wenn es dann getrocknet ist. Ich überlege gerade, ich habe bestimmt noch. Habe ich nicht mehr. Ne, kommt Leute, ich lasse es dieses Mal so. Ohne irgendwelche Zellen mal wieder reinzumachen. Ich finde das Bild so cool. Jetzt gerade hier mit diesen Streifen, dieses Geflecht hier, was hier rauszieht. Und das passt auch. Okay. Lassen wir kurz ruhen für 10 Minuten und dann zeige ich es euch von nah an. Und dann war es das eigentlich schon. Dann bis gleich. So Freunde, jetzt mal von daheim. Ich finde es eigentlich richtig cool geworden. Hier seht ihr jetzt eine ganz kleine Zellenbildung. Ich fahre gleich mal hier rein. Hier kommt das Sienna gebrannt. Und es gibt halt richtig schöne Striche hier. Ja, das ist ja durch dieses Hin- und Herschieben vom Becher. Könnt ihr richtig schöne Muster rausbringen. Dann haben wir hier diesen langen Streifen. Und das seht ihr bei dem Sienna gebrannt. Weil das ja transparent ist, verhält sich das ein bisschen anders und verdünnt sich natürlich ein bisschen mehr. Gerade hier, da bin ich mal gespannt, wenn es getrocknet ist. Fahre ich nochmal zurück. Kommen wir jetzt eigentlich zu dem türkisblauen Streifen. Und das finde ich halt richtig geil geworden. So, ich fahre nochmal zurück. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Zeig's mal von weitem. Ich glaube, so sieht man es besser. Der Kontrast ist ein bisschen hell geworden.
Dann hier oben noch die feinen Linien. Und hier am Eck, das finde ich halt richtig genial geworden. Diese. Und hier haben wir nur die Zellen. Weil das ist richtig cool, finde ich. Okay. Das auch noch, weil das so hell ist. Gut, Freunde, das war's schon wieder von mir. Dieses Mal ganz ohne Silikon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde es gut. Ich hoffe, dass es auch so trocknet. Und dann war es das schon wieder von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.